doch voll der Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele Flugzeuge gesehen. Bleib einfach konzentriert, Champ. Vorsicht, Feind auf 6 Uhr. Hä? Ah! Okay, das ist dumm gelaufen. Wie konnte das überhaupt nicht passieren? Naja, dafür müssen wir ein paar Jahre zu... Erzählst du gerade wirklich ein Flashback, während wir im Luftkampf sind? Natürlich! Also, wo war ich? Ah ja, also, es war ein ganz normaler Tag. Gentleballs, es ist Zeit, das Vereinigte Königreich anzugreifen. Wir müssen denen zeigen, dass sie keine Chance gegen unser schönes Deutschland haben. Wie wäre es mit einem amphibischen Angriff, mein Führer? Jawohl, ein amphibischer Angriff. Sehr gute Idee. Wir werden von der Küste und von der Luft aus angreifen. Aber wie sollen wir den Angriff nennen? Wie wär's mit Operation Seepferdchen oder Operation Seeschildkröte? Nein, ich will ein mächtiges Tier einen Namen haben. Aha! Wie wäre es mit einem Löwen? Und irgendetwas mit See. Ein Seelöwe! Also, ich glaube, das ist eine komplett andere Tierart, mein Führer. Klappe halten! Operation Seelöwe ist hiermit beschlossen! Aber wir brauchen doch erstmal Luftüberlegenheit, damit diese Operation überhaupt gelingt. Kein Problem! Denn wir haben die Luftwaffe! Wenn die weiter unsere Stützpunkte zerstören, sind wir geliefert. Wir sind einfach zu wenige, um das zu halten. Jetzt haben wir denen gezeigt, wer der Führer ist. Und jetzt lacht gefälligst mit. Alles klar, Ladies. Die glauben wohl, die können uns so einfach besiegen. Aber heute zeigen wir denen mal, aus was wir gemacht sind. Also, tretet ihn in den Hintern! Also, das ist meine süße Schwadrone. Das wird nicht mal eine Challenge werden. Ja, das stimmt vielleicht, aber trotzdem nicht ablenken lassen. Wir wollen das schnell hinter uns bringen. Na dann, Abfahrt! Ihr kämpft nur eine verlorene Schlacht. Wir haben doppelt so viele Soldaten wie ihr. Ergebt euch endlich oder ertragt noch mehr Verluste. Ihr habt vielleicht mehr Flugzeuge, aber wir haben eine Geheimwaffe. Geheimwaffe? Und was soll das sein? Radar, Baby. So können wir euch schon kilometerweit ausmachen. Wir sind immer einen Schritt voraus. Verdammt, das ist unmöglich. Oh nein, es ist die Wahrheit. Genau wie in War Thunder. Denn ich gewinne immer. War Thunder? Was soll das denn sein? Ja, War Thunder. Ein großartiges Spiel, wo du mehr als 2000 Panzer, Flugzeuge und Schiffe in einen dynamischen PvP-Kampf steuern kannst. Und stimmt es wirklich, dass du es auf PC, Xbox Series X und S und PlayStation 5 spielen kannst? Warte, was soll das sein? Wie auch immer, natürlich. Du kannst sogar dein Fahrzeug nach Herzenslust selber gestalten. Mit Tarnungen und anderen historischen Lackierungen aus der Geschichte der Menschheit. Mit 3D-Dekoration-Equipment. Cool! Ich habe auch gehört, dass die Grafik und Details in diesem Spiel eine 4K-Auflösung haben. Absolut! Auch die Soundeffekte und Musik sind der Hammer! Na dann los! Diese Feuer- und Raucheffekte sind sowas von cool und realistisch! Haha! Ich muss das Spiel jetzt sofort runterladen! Was ist ein Runterladen? Wie auch immer, du verpasst was. Spiel also jetzt War Thunder auf PC, Xbox und PlayStation. Und du bekommst dieses Riesenpaket gratis dazu. Nutze einfach unseren Link in der Beschreibung. Wo war ich? Ah, ja, natürlich. Und deswegen werden wir uns niemals ergeben. Das werden wir noch sehen.
will Rache haben für diesen Angriff auf Berlin. Die haben sogar mein Lieblingsschnitzelhaus zerstört. Aber mein Führer, wir greifen doch nur Luftstützpunkte oder Industriegebäude an. Zivile Bevölkerung anzugreifen ist gegen uns... Vergiss die dummen Prinzipien! Wir müssen denen zeigen, dass wir es ernst meinen! Wenn die glauben, dass sie unsere Hauptstadt ohne Konsequenzen angreifen! Aber die Kosten! Solche Angriffe einzuleiten würden die Kosten in die Höhe schießen und diesen Krieg in die Länge ziehen! Wer hat hier den Bart im Raum? Ihr, mein Führer! Gut, und wen hältst du zu, während du salutierst? Ihr, mein Führer! Dann greif endlich die Städte an! Ziel auf die Häuser, die Familien und ihre Fahrzeuge! Es ist an der Zeit, ihnen eine Lektion zu erteilen, die sie nicht vergessen werden! Wie du wünschst, mein Führer! Wir werden die notwendigen Vorbereitungen sofort einleiten! Commander, ich sehe feindliche Flugzeuge. Die RAF, die sind ein Nichts. Aber Commander, die sind es. Es ist Flugkommandant Nummer 12. Was? Die berüchtigste RAF-Flugeinheit der Welt? Sieht so aus, als ob die Feinde schnell vorrücken. ETA, 5 Minuten. Alles klar, Ladies. Dann lasst uns mal diesen Nazis zeigen, woraus wir gemacht sind. Einverstanden. Over. Korrekt. Es wird mal Zeit, für etwas anderes bekannt zu sein, außer Tee zu schlürfen und schlechte Zähne zu haben. Sauberer Schuss, Ladies. Wirklich gut gemacht. Das war ein hervorragender Angriff. Wenn ihr fertig seid, gibt's Tee und Cookies. Dieser Tag wird nicht vergessen werden. Haltet die Augen offen. Sie werden sicher zurückkommen. Das ist inakzeptabel. Wie konnten wir es zulassen, von diesen nutzlosen, jämmerlichen, abscheulichen Teeschlürfern besiegt zu werden? Wie konnte das passieren? Wir hatten die RAF schon im Sack. Mein Führer, die RAF hat bewiesen, dass sie ein ernstzunehmender Gegner sind. Ihre Piloten sind super gut ausgebildet. Keine Entschuldigung! Ich will Resultate! Wir müssen die Briten angreifen und sie zermalmen! Mein Führer, eine Invasion in Britannien ist sauteuer. Wir können uns keine weitere Niederlage leisten. Na schön! Fürs Erste verschieben wir Operation Seelöwe. Wir müssen uns sammeln und einen neuen Plan erstellen. Das Dritte Reich wird niemals enden! Wir werden unsere Feinde zermalmen und die Welt beherrschen! Hast du etwas bemerkt, als uns der Führer angeschrien hat? Was? Er schreit doch immer so rum. Ja, aber dieses Mal war es anders. Ich meine, für so einen Plan haben wir nicht unterschrieben, oder? Ich weiß, was du meinst. Aber wir müssen nun mal loyal zum Führer bleiben. Aber was ist, wenn loyal bleiben bedeutet, dass wir unserem Land nicht mehr dienen können? Ich meine, wir machen gerade genau das Gegenteil. Ich weiß nicht. Ich denke, wir müssen dem Führer vertrauen, was nun mal das Beste für uns ist. Meine lieben Freunde, ihr habt heute etwas Unglaubliches erreicht und Geschichte geschrieben. Aber der Feind lauert immer noch am Horizont. Und deswegen müssen wir weiterkämpfen. Lasst uns nicht die Schwadron vergessen, die einen vernichtenden Angriff an die Nazi-Maschinen ausgeübt hat. Noch nie war im Gefecht von Menschen so viel Leid auf unschuldige Personen ausgeübt worden. Es ist okay, Sohn. Wir werden das schon schaffen. Mal schauen, wo wir ein neues Haus bauen können. Sir, es ist okay, seine Gefühle zu zeigen. Wir haben so viel in diesem Krieg verloren. Es ist okay, zu trauern und Schwäche zu zeigen. Vor allem vor seiner eigenen Familie.
Hey Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke an War Thunder für die Unterstützung an diesem Video. Ladet euch jetzt War Thunder für PC, Xbox und PlayStation herunter und benutzt unseren Link in der Videobeschreibung, um einen riesen Bonus zu bekommen.